Ich bin der Nick Zimmer, ich arbeite bei der Firma Bachheiden AG. Im Schwerpunkt spezialisieren wir uns auf den öffentlichen Bau. Dort sind wir sehr gefragt bei den Brandschutztoren. Hier in der neuen Klinik bauen wir die Innenkorridorabschlüsse in E60 aus. Die haben vor allem eine sehr hohe Schallschutzanforderung, was in Kombination mit dem Brandschutz die bauphysikalische Herausforderung mit sich bringt. Wir haben eine Brandschutzanforderung von EI 60 Minuten, wo wir luftdicht bauen müssen. Das heißt, wir haben eine Elementdimension, die in einer hohen Werkstattfertigung vorgefertigt werden müssen, somit vorgängig sehr genau ausgemessen und eingepasst werden müssen. Hier arbeiten wir jetzt mit dem Linienlaser L6G von Leica. Hier ist der Einsatzbereich definitiv auf dem Schwerpunkt Fluchteinmessen, da wir auf relativ lange Distanzen arbeiten. Wir haben Dimensionen bis zu 25 Meter, die wir in eine Flucht bringen müssen. Die Benutzerfreundlichkeit ist sehr hoch. Das Gerät justiert sich selber auf die Niveaus, die man ihm vorgibt. Mit den Stativen kann man relativ schnell und einfach die Linien dort platzieren, wo man sie benötigt. Mit dem Lino ist es sehr einfach, Höhenquoten zu kontrollieren. Wir können die Meterrisse auf dem Bau einfach abtragen und unsere Vormontagen kontrollieren oder die Höhen vorgängig vor dem Bodeneinbau ab der Quote maßgenau messen. Für uns ist wichtig bei den Produkten in der Vermessung, die wir einsetzen, dass sie zuverlässig sind, dass sie genau sind, sich selber einpendeln, der Revisionsintervall tief ist und die Genauigkeit zuverlässig. Beim Lino L6G kann man über den Exzenter die vertikale Linie über das Handrad bequem verstellen. So kann man Schnittpunkte, Eckpunkte am Bau direkt, ohne das Gerät auf das Bauteil setzen zu müssen, ausrichten. Also den Disto D2 brauchen wir heutzutage für über 90% unserer Maßaufnahme. Für mich ist der Disto D2 ein sehr einfaches Messgerät, da er sehr, sehr leicht ist. Mit dem Disto D2 ist es von Vorteil zum Zwischenmaße messen, zum Beispiel Raumhöhen, die wir an mehreren Positionen überprüfen müssen. So messen wir immer mindestens 3 Maße auf einer Achse, damit die Bautoleranzen schon in der Maßaufnahme über die Zahlen ersichtlich ist. Wir können durch den direkten Datenübertrag vom Messgerät auf den Computer die Fehlerquote von Handschreibfehlern oder Verständnisfehlern erheblich reduzieren. Ja, also mit den Geräten von Leica sind wir sehr zufrieden. Es steigert unsere Effizienz und es gewährleistet unsere Genauigkeit, die wir für unsere Gewerke brauchen.